Und wir haben ein Missionswerk in Pforzheim. Wir schicken also Missionare in die Welt. Ich bin alle 2 Jahre in Indien, bei über 40 Gemeinden allein in Indien. Mehrere Kinderheime, wo wir Kinder aus der Straße nehmen, von der Straße weg und neue Häuser geben und neue Heimat geben. Afrika, Ukraine, wir arbeiten in verschiedenen Ländern. Genau, das Letzte, was ich machen wollte in meinem Leben, ist Pastor werden und Prediger werden. Das wollte ich nie, aber genau das wollte Gott. Und wichtig ist, dass man Gottes Wille geht und nicht, dass man seinen eigenen Wille geht. Und ich bin heute dankbar, hier bei euch zu sein, Chapter Kassel, Wohnertal, dass wir heute zusammen das hören können, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Ich habe früher ganz viel gestottert, konnte gar nicht so richtig reden, aber ich hatte eine Oma, die immer gesagt hat, Daniel, du wirst gut werden in der Schule und du wirst ein Prediger werden. Und dann, sie ist gestorben damals, aber sie hat mit Glauben reingesprochen und dadurch hat Gott meine Zunge gelöst. Ich wurde ein Prediger, ich wurde ziemlich gut in der Schule, Steuerberatertitel dann gemacht, nicht weil ich klug bin, sondern weil Jesus in mir ist und er ist klug, ja, das ist das Besondere. Und das möchte ich ermutigen, egal wie die Begrenzungen sind eures Lebens, bei Gott ist alles möglich. Was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Genau, 2 Leute wissen es. Gut, Und dann war ich Jugendleiter bei uns in der Gemeinde. Ich habe dann die Jugendarbeit geleitet. Und während ich so mit so ungefähr 40 Leuten war ich unterwegs, bei einer Freizeit, ich wache morgens auf und kann nicht mehr, ich habe 50% meiner Sehkraft verloren. Also morgens einfach so. Und danach konnte ich auch nicht mehr schreiben, nicht mehr laufen danach und so. Hatte verschiedene Schübe, komme ins Krankenhaus, sie finden raus, ich bin unheilbar krank. MS, Multiple Sklerose, wer von euch kennt das? MS. So die Hälfte ungefähr, so eine Nervenkrankheit, wo alles nacheinander ausfällt. Und das habe ich gehabt. Die Ärzte haben damals zu mir gesagt, wo sie mich entlassen haben vom Krankenhaus, in 2 Jahren werden sie im Rollstuhl sitzen. Und Jesus ist in mein Leben gekommen, hat mich frei gemacht, hat mich geheilt da drin. Heute bin ich 15 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt und sein Name ist Jesus. Ja. Genau, hier werden Amen gut. Amen. Und das ist aber nicht mein Thema jetzt heute mit der Heilung, sondern wir über den Himmel wollen wir reden. Da bin ich rumgereist, habe die ganze Zeit über Heilung gepredigt und habe Leuten erzählt von Heilung, habe mit Menschen gebetet auch. Und dann 2013 hat Gott mich in den Himmel genommen. Das ist das Thema heute. Ich saß so wie ihr auf einem Stuhl. Die Leute fragen mich immer, wie war das? Ich erkläre euch, wie das war. Ich saß wie ihr auf einem Stuhl. Das war eine Konferenz mit 600 Leuten. Es war ein großer, großer Raum. Und der Prediger vorne, das war auch ein Prophet, der war selber auch schon mal im Himmel. Er beginnt seine Worte zu sprechen, er beginnt seine Predigt mit den Worten, ich war im Himmel, so spricht er. Und während er das ausspricht, ganz am Anfang, sitze ich physisch auf meinem Stuhl und Gott nimmt meinen Geist, meinen innerlichen Geist und nimmt in den Himmel. So war das. Also ich war nicht tot, ich war immer noch da. Aber alle Funktionen des Körpers habe ich versucht zuzumachen. Keine Ohren, keine Augen, dass ich nichts mitkriege, was auf dieser Erde hier geschieht. Weil es sind wie 2 Dimensionen. Später habe ich nachgelesen in der Bibel, ist sowas biblisch? Geht sowas überhaupt? Und da gibt es auch Leute, die entrückt wurden in den dritten Himmel. Steht eben drin im Korinther. Oder Johannes selber, der am Tag des Herrn war im Geist. Dadurch ist die ganze Offenbarung geschrieben worden. Er wurde genommen in den Himmel, war im Geist. Oder auch Stephanus, der dann kurz vor der Steinigung den Himmel offen gesehen hat. Steht auch da drin. Und so war es bei mir. Ich war dann im Himmel. So, und ich habe gewusst, jetzt habe ich so lange Zeit, wie der Prediger predigen wird. Wenn er aufhört, muss ich zurück. Das habe ich gewusst. Das ist also nur für die Zeit, während er redet. Und da war ich im Himmel. Und habe gewusst, wenn er dann fertig ist, ich habe gebetet, dass er lange predigt. Und er hat tatsächlich 1,5 Stunden gepredigt. Gefühlt war ich aber 5 Minuten im Himmel. Es geht so schnell. Die Zeitunterschiede im Himmel und zur Erde sind kolossal unterschiedlich. Also es ist ein ganz anderes Gefühl. So, was habe ich da erlebt? Ich war also im Himmel. Der erste Moment, wo ich angekommen bin, den möchte ich euch beschreiben. Das ist der beste, den es gibt. Also ich hab ein gutes Elternhaus hier in Pforzheim. Und ich weiß, was es ist, was es heißt, geliebt zu werden. Ich weiß, was es heißt, zu Hause zu sein. Aber dort war ich zum ersten Mal zu Hause. Das war der Ort, zu dem ich geschaffen wurde, zu sein. Wie ein Fisch, der zum ersten Mal ins Wasser kommt.
Ja? Wie ein Vogel, der zum ersten Mal fliegt. So war das für mich, jetzt zum ersten Mal im Himmel zu sein. Dieser Moment, also diese Erde zu verlassen und im Himmel zu sein, ist ein Moment, das ich mir beschreiben kann. Ich war zu Hause. Ich war an dem Ort, zu dem ich geschaffen wurde. Bevor es mich gab, wurde ich geschaffen, an diesem Ort zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, bitte triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Das ist so wichtig, weil diese Entscheidung auf dieser Erde ist wichtig für dein ewiges Leben. Menschen, die Jesus Christus annehmen auf dieser Erde, werden gerettet werden. Menschen, die Jesus Christus nicht annehmen auf dieser Erde, werden verloren gehen. Dafür ist Jesus gekommen. Bitte triff diese Entscheidung. Wenn du noch nie die gemacht hast, bitte triff diese Entscheidung. Das ist so, so wichtig. Und so komme ich im Himmel an und ich spüre eine Atmosphäre der Liebe. Ah, das war schön. Eine Liebe, eine Annahme. Ich spüre Gottes Gegenwart. Also, ich versuche das zu erklären, bevor ich euch sage, was ich alles gesehen habe. Erstmal dieses Gefühl zu spüren. Dieses ganze Licht, es gibt ja kein Licht im Himmel, sondern Gott selber ist das Licht. Ja? Und alles, was man sieht, was man spürt, ist Gottes Gegenwart. Die ganze Liebe, die man spürt, ist Gottes Gegenwart. Die ganze Luft, die man einatmet, alles, was man sieht, alles, die ganze Wärme drumherum ist Gottes Gegenwart. Gott selber ist dort. Und das ist faszinierend. Und alleine dieser Moment zu spüren für eine Sekunde, hätte sich gelohnt, um wieder zurückzukommen. Auch wenn ich nichts gesehen hätte, nur diese eine Sekunde Gottes Gegenwart zu spüren, das lohnt sich schon. Es gibt diese eine Bibelvers in Sprüche. Besser ist ein Tag in deinen Vorhöfen als tausend irgendwo anders. Kennt ihr das? Ja? Okay. Und ich würde noch extremer sagen, ich würde sagen, eine Sekunde Gottes Liebe zu spüren, ist besser wie tausend Jahre auf dieser Erde. Viel besser. Also eine Sekunde diese Gegenwart zu spüren. Ich will euch schmackhaft machen, das ist das Beste, was es gibt, wirklich. Das Beste, wartet doch auf uns, ja? Das ist das Allerbeste, ja? Ein Ort, wo es keine Krankheit mehr gibt, wo es keine Schmerzen mehr gibt, wo es keine negativen Dinge mehr gibt. Ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Beste, was es gibt. Ich will dir schmackhaft machen für den besten Ort, den es gibt, der auf die wartet, die eine Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus. Und so bin ich dann oben im Himmel angekommen und ich wusste, jetzt habe ich Zeit, solange der Prediger predigt. Und das Erste, was ich sehe, also es war so ganz hell, und das Erste, was ich sehe, ist so ein großer Raum, vielleicht, nee, es war kein Raum, es war ein Gebiet. Und vorne ungefähr 30, 40 Leute stehen so nebeneinander. Und die waren alle meine Verwandten. Alles meine Verwandten waren es. Verwandte, die schon im Himmel sind. Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins, meine Schwester, ich erzähle gleich von ihr. Opas, Omas, die sind alle schon tot. Und die sind alle im Himmel. Und ich habe sie wieder gesehen. Also sie gehören alle zu meiner Familie. Und habe ich gewusst, jetzt kann ich mit jedem Einzelnen reden. Ich könnte jetzt zu jedem hin. Bitte. Könnt ihr zu jedem Einzelnen hin, könnt mit jedem Einzelnen reden und so. Könnt ihr gerne machen. Aber das wäre dann ziemlich langweilig für euch, weil dann hätte ich nur mit meinen Verwandten geredet. Die Zeit wäre zu Ende und ich wäre dann auf der Erde wieder. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe denen gesagt, bevor ich mit euch anfange zu reden, ich komme wieder. Ich gucke mir mal den Himmel an und dann komme ich wieder zu euch zurück. So habe ich es denen gesagt. Ich habe also mit niemand Einzelnen geredet. Was ich gespürt habe, meine eigene Schwester ist mir entgegengekommen. Also sie kommt mir so entgegen, sie kommt so auf mich zu. Und meine Schwester war ein halbes Jahr älter als ich. Ein paar Jahre älter, weil sie war ein halbes Jahr alt und dann ist sie gestorben auf dieser Erde. Und sie war älter, somit habe ich sie nie kennengelernt auf dieser Erde. Ich kenne sie nur für Fotos. Und Fotos, wo ich dann weiß, sie gibt es halt. Und dann habe ich im Himmel habe ich sie wieder gesehen. Und ich wusste sofort, das ist meine Schwester. Und sie kommt mir so entgegen. Und das war faszinierend. Das Interessante im Himmel ist auch, da gibt es keine Vorstellungsrunden. Hallo, ich bin der Herr so und so, das gibt's doch nicht. Ja? Im Himmel weiß man sofort, wer ist der andere, wer bin ich? Wo ist der andere, wo bin ich? Gibt es aus der Bibelstelle von Jesus. Jesus erklärt ein Gleichnis von dem armen Lazarus und dem Reichen. Kennst du diese Bibelstelle? Ja. Der arme Lazarus, beide sterben. Und da steht drin, der Reiche schlägt die Augen auf im Hades, im Totenreich. Und er ist in Qualen drin. Und er sieht den armen Lazarus im Schoß von Abraham. Kennt ihr? Und dann fängt er an zu sprechen. Was ist das Allererste, was er sagt? Vater Abraham. Meine Frage, woher kennt ihr den Abraham? Noch nie gesehen.
Er wusste sofort, wer ist der andere, wer bin ich. Wo ist der andere, wo bin ich? Es gibt eine Qual nach dem Tod. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und es gibt für die, die Jesus nicht annehmen, eine Qual tatsächlich. Und für die, die Jesus angenommen haben, ewiges Leben. Und dann sagt dieser Reiche, schick Lazarus von den Toten zurück. Die sollen meine Brüder sollen die warnen, eindringlich warnen. Und dann sagt Abraham, nein, sie haben das Wort und die Propheten. Wenn sie dem nicht glauben, werden sie auch den Toten nicht glauben, die zurückkommen. Ja. Ich möchte euch ermutigen, das Wichtigste, was wir haben, ist Gottes Wort. Und lasst uns Zeugen sein, die Gottes Wort verkündigen. Und da sieht man in der Bibelstelle, sieht man, dass man mit dem anderen reden kann. Und dann sagt Abraham, zwischen euch und uns ist eine unüberwindbare Mauer gesetzt, sodass ihr nicht rüberkommen könnt und die, wo zu uns kommen wollen, auch nicht kommen können. Somit können wir miteinander reden dort. Wir erkennen uns, wir haben Körper, wir erkennen uns, wir können sprechen, wir haben Gefühle. Der Reiche hat Schmerz gespürt. Und so war es auch im Himmel. Ich war dort und habe sofort eine Freude gespürt. Eine große Freude. Ich habe sofort gemerkt, meine Schwester ist meine Schwester. Das war ganz klar, da war gar keine Frage. Das Faszinierende im Himmel war auch, Jesus war da neben mir. Die ganze Zeit, der ist neben mir gelaufen. Und dann später habe ich mir überlegt, es war ganz normal, wo ich auf der Erde wieder war, habe ich mir gedacht, aber das ist schon ein bisschen ein Wunder. Ja? Aber aus der irdischen Sicht ist es ein Wunder. Aus der himmlischen Sicht ist es ganz normal, mit Jesus zu wandeln. Ja, ganz normal. Und so habe ich dann meine Verwandten gesehen und habe gesagt, liebe Verwandten, ich komme wieder, ich schaue mir meinen Himmel an, weil ich wusste, jetzt habe ich Zeit, solange der Prediger predigt auf der Erde, kann ich mir alles anschauen und solange der predigt, kann ich alles fragen, wo ich hin will, was ich machen will, alles kann ich machen, aber nur für die Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir den Himmel an und guck mal, was es hier so gibt. Und Jesus stand neben mir und dann habe ich einfach einen Wunsch gehabt, ich wollte Engel sehen im Himmel. Interessant ist im Himmel auch, du vergisst alle deine Fragen von der Erde. Das ist interessant. Ich habe Fragen oben gehabt, die hatte ich noch nie vorher durchdacht. Da hatte ich aber meine eigentlichen Fragen, die ich da unten immer stellen wollte, habe ich total vergessen. Ja? Das ist eine andere Dimension. Das ist einfach eine andere Dimension. Das ist nicht das, wo wir heute sind. Du wirst im Himmel nicht an die Fragen der Erde denken. Das ist ein Abklatsch. Die Erdzeit ist ein Abklatsch im Vergleich zu dem, was im Himmel ist. Und so war ich im Himmel und dann frage ich Jesus, Jesus, gibt es hier eigentlich Engel? Und sie sagt, ja, hier gibt es Engel. Gut, dann, weil ich das wissen wollte, weil ich das sehen wollte, war ich plötzlich ein Bereich der Engel. Das war, also ihr müsst euch das vorstellen, ein Bereich ohne Wände. Es gab keine Wände, keinen Raum, das war einfach ein Bereich ohne Boden, ohne Decke, einfach nur so ein Bereich so. Und da waren Engel, das war faszinierend, es waren Engel, es waren schlanke, große Männer mit einer Haut, die war wie ein Panzer, aber gleichzeitig sehr flexibel. Und es war eine Haut, wo du könntest Atombomben draufschießen, das würden die gar nicht merken. Das ist also unzerstörbar, so ein Engel, das war ein Kampfesengel. Und dieser Engel hatte ein Schwert in der Hand und das ist ein Signal oder ein Zeichen für das Wort Gottes. Und dieser Engel stand so dort und hat gewartet auf Gottes Signal, wann es losgeht. Neben diesem Engel waren Tausende nebeneinander, wie eine Armee, Tausende nebeneinander, Tausende hintereinander. Es waren also Tausende mal Tausende Engel. Alle sahen gleich aus, alle waren bereit für den letzten Kampf. Es gibt ja verschiedene Engel im Himmel, ich habe nur diese Kampfesengel gesehen und von denen auch nur eine Art gesehen. Und dann habe ich die so gesehen. Und richtig faszinierend. Die waren so groß und ich hatte keinen Vergleich zur Erde. Ich wusste nicht, wie groß sind diese Engel. Und Jesus ist neben mir und ich frage Jesus, wie groß ist so ein Engel? Ich wollte wissen, wie ist der Vergleich? Und dann hat Jesus mir gezeigt, so ein Engel und die Erde daneben. Die Erde war ein kleiner Ball neben dem Fuß eines solchen Engels. Und nur ein Vielfaches größer war dieser Kampfesengel. Davon gab es Tausende. Und ich habe gesehen, wow, wenn die anfangen zu kämpfen, dann ist die Macht der Finsternis aber echt platt. Da hat keine Macht der Finsternis irgendeine Chance im Vergleich zu Gottes Armee. Und die warten auf einen Moment, dass Gott sagt, los geht's. Und wenn er sagt, los geht's, dann kommt dieser letzte Kampf zustande, wo echt die Mächte der Finsternis platt gemacht werden. Über ihnen war
ein Bibelvers aus Lukas 10, 19, wo drin steht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Über ihm war dieses Banner gestanden und da habe ich eins verstanden, wem wir dienen. Wir dienen dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Er hat heute schon den Sieg errungen. Und diesen König dienen wir. Diesen König dienen wir für diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben. Ich möchte euch ermutigen, liebe Kasseler. Kann man das sagen? Ja. Liebe Kasseler, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr betet, setzt ihr Engel in Bewegung. Da sind bestimmte Engel im Himmel, die warten nur auf eure Aussprüche, auf die Worte der Kinder Gottes, dass sie endlich mal sprechen im Glauben. Hör auf zu sprechen in Depressionen, in Zweifeln und in Sorgen. Fang an zu sprechen, wie Jesus sagt, zu den Bergen deines Lebens, Markus 11, wenn du zu den Bergen sprechen wirst und nicht zweifeln wirst in deinem Herzen, sondern glaubst, dass geschieht, was du sagst, dem wird es werden. Du kannst sprechen, sag in Jesu Namen, Depression verschwinde aus meinem Leben. Du kannst sprechen, finanzielle Probleme verschwinde aus meinem Leben. Du Räuber in meinem Leben verschwinde, Krankheit verschwinde. Alles ist ein Prozess, ganz klar. Aber wir haben Autorität zu sprechen zu diesen Bergen unseres Lebens. Und ich habe so gespürt im Himmel, wir haben eine Autorität bekommen, die hat Gott freigesetzt. Und das hat mich so fasziniert zu sehen, diese Engel und wem wir eigentlich dienen. Dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Mann, das war faszinierend. Und dann habe ich, ich war richtig fasziniert von diesen Engeln und dann habe ich eine Frage gehabt und jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Bitte aufpassen jetzt, das ist also in allen Gemeinden, wo ich so predige, ist das ein Höhepunkt. Ich habe Gott gefragt, Gott, gibt es Babys im Himmel? Und ja, Babyexperte. Gibt es Babys im Himmel? Und Jesus sagt mir, ja, hier gibt es Babys. Und weil ich das gefragt habe, waren wir dort. Also man läuft im Himmel auch nicht rum, ja, also dass du dann so Kilometer lang laufen musst, sondern dein Wunsch, dass du irgendwo bist du plötzlich dort. Also das ist so... Gebeamt. Auch gebeamt, das ist irgendwie so, man ist plötzlich dort. Wenn ihr euch jetzt entscheidet, ihr wollt aufs Klo, müsst ihr aufstehen, dahin laufen und hingehen. Aber im Himmel, wenn du eine Entscheidung triffst, einen Wunsch, dann war ich halt automatisch dort. Kannst dich besser beschreiben. Ja? Auch nicht beamen, das war einfach, dort ist man halt plötzlich. So. Und dann frage ich Jesus, gibt es hier Babys im Himmel? Und er sagt mir, ja, hier gibt es. Und da möchte ich sie gerne sehen. Und dann sehe ich plötzlich Babys. Wie soll ich das beschreiben? Millionen von Babys auf einem Bereich. Da waren weiße, dunkle, gelbe, alle Hautfarben, die es überhaupt nur gibt auf dieser Erde, alle waren dort vertreten. Alles wie frisch geboren. Alle so, ich würde sagen, einen Tag alt. Und das ist faszinierend, denn da gibt es kein Geschrei. Auf dieser Erde, wenn du zwei zusammenstellst, da geht es schon ab. Aber da gab es Millionen und überhaupt keiner hat ein Geschrei gehabt. Die hatten alles, was sie brauchten. Alles. Sie waren zufrieden, sie waren erfüllt. Sie hatten alles, was sie benötigt haben. Und im Himmel stellt diese Frage, Jesus, was sind das für Babys? Warum sind das, oder was sind das für Babys? Und dann sagt Jesus zu mir, das sind die abgetriebenen Babys und die Fehlgeburten von dieser Erde, die Licht der Welt nie sehen konnten. Und ich frage Jesus, hier sind so viele. Und Jesus sagt, ja, so viele. Sie hatten nie die Chance, auf die Erde zu kommen. Mann, das hat mich getroffen. So viele. Und ich stehe da und dann frage ich Jesus, was wird gemacht mit diesen Babys? Und dann zeigt Jesus mir und antwortet mir und sagt, ich gebe ihnen, also wenn die Mütter in den Himmel kommen, gebe ich sie den Müttern zurück. Und das hat mich arg getroffen oder berührt. Und dann frage ich Jesus, wie sieht das aus, wenn die Mütter kommen, dass die Babys den Müttern zurückgegeben werden? Und dann wechseln wir von dem Bereich der Babys hin zu einem Bereich, wo die Mütter gekommen sind und die Babys zusammengeführt wurden. Und dann sehe ich, bestimmte Mütter waren 3 Tage dort, manche schon 3 Jahre, manche schon 10 Jahre. Und ich sehe, in dem Moment, wo die Mutter ankommt und ihr Baby bekommt, das sie auf dieser Erde verloren hat, in diesem Moment beginnt erst das Wachstum des Babys. Das ist faszinierend. Im Himmel gibt es nämlich keine Zeit. Diese Gedanke, die wir auf der Erde haben, Raum- und Zeitbegrenzung, gibt es im Himmel nicht mehr. Da gibt es keine Begrenzung mit Raum und Zeit. Somit beginnt das Wachstum des Babys in dem Moment, wenn die Mutter ankommt. Das war faszinierend. Und ich sehe, die Mutter kommt an im Himmel und kriegt das Baby
und sie kann alles miterleben, was sie auf dieser Erde verpasst hat. Wie das Kind anfängt zu wachsen, wie das Kind anfängt zu laufen, wie das Kind anfängt zu lachen, wie das Kind... Ach, alles kann sie miterleben, aber ohne Ablenkung. Ohne, dass sie was tun muss hier auf dieser Erde. Ohne, dass sie kochen muss, aufräumen, putzen, Krankheiten, gar nicht. Sie hat alle Zeit der Welt, um sich darauf zu konzentrieren. Und ich habe gesehen, dass die ganzen Schmerzen von dem Verlust eines Babys plötzlich geheilt wurden im Himmel, weil Gott es zusammengeführt hat. Mann, das war faszinierend. Und da habe ich verstanden, diese Aussage von, in Offenbarung, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Mann, das war schön. Ich habe so richtig gesehen, dieses Zusammenführen war eine Heilung in der tiefsten Ebene. In der allertiefsten Ebene. Und es hat eine Sache geheilt im Herzen, die zwar fasziniert. Und dann frage ich Jesus, was passiert eigentlich mit diesen Babys, die keine Mutter haben, die gerettet wird? Haben die keinen Mann? Weil da gibt es manche, die haben Mütter, andere nicht. Und ich habe so weltlich gedacht, ja. Die haben eine, die anderen haben keine. Und haben die dann keinen Mann? Haben die nicht mehr, die wohl Mütter haben, die anderen weniger? Und ich stelle so diese Frage und dann kommt ein erwachsener Mann zu mir. Ja, so ein italienisches Aussehen. Ein erwachsener Mann kommt zu mir und beantwortet mir diese Frage. Und er sagt mir, nein, wir haben keinen Mangel, denn Gott ist für uns Vater und Mutter. Da habe ich eins verstanden. Jeden Mangel im Himmel kann Gott ausfüllen. Die Babys, die eine Mutter haben im Himmel, die haben Fülle im Übermaß. Die Babys, die keine Mutter haben im Himmel, haben auch Fülle im Übermaß. Im Himmel gibt es nicht mehr oder weniger wie auf dieser Erde. Da gibt es Fülle im Übermaß und das andere heißt auch Fülle im Übermaß. Das ist faszinierend. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, was Jesus erklärt. Mit diesem Gleichnis, mit diesem Weinberg. Kennt ihr das? Der eine kommt morgens, der andere mittags, der andere abends. Und dann kommt etwas zustande, dass plötzlich am Ende des Tages alle Lohn bekommen. Und dieser Lohn, der morgens kommt, der mittags kommt und der abends kommt, haben alle den gleichen Lohn. Aus der Sichtweise der Welt ziemlich unfair. Aus der Sichtweise des Reiches Gottes ziemlich fair. Denn alle haben das Gleiche bekommen. Nämlich ewiges Leben. Und so habe ich es verstanden, auch mit diesen Babys. Die Mütter haben, die haben Fülle im Übermaß, die anderen haben auch Fülle im Übermaß. Das hat mich sehr, sehr berührt alles. Sehr, 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 sehr berührt in meinem Herzen. Und genau, da war ich so fasziniert, wie Gott das einfach macht. Das war schön. Und das ging dann weiter, dann habe ich, ich wusste nicht warum, aber ich wollte den Elia sehen. Elia im Himmel. Und den habe ich dann auch sehen dürfen tatsächlich. Ich war dann mit Jesus, bin ich weggekommen von diesen Babys, bin hingekommen zu einem Berg, es war so ein Berg Karmel. Auf diesem Berg Karmel war der Elia drauf. Und der Elia hat so einen Mantel gehabt, seinen Mantel halt, ja. Und er streckt seine Hände so hoch, beide Hände nach vorne. Und aus seinen Händen kommt eine Kraftquelle von Druck und Feuer. Dann dreht er sich um, macht seine Hände auf, wieder Druck und Feuer. Und ich sehe, das ist die alttestamentliche Kraft, die Gott ihm gegeben hat, dem Elia. Und ich gucke so auf ihn drauf und Jesus mit mir steht so daneben und ich sehe so, dass alles, was vor ihm wäre, da war nichts, würde platt gemacht werden. Ich erinnere mich an die Geschichte am Berg Karmel, wo er die ganzen Baalspriester alle platt gemacht hat. Ja? Aber er stand unter der Kraft Gottes. Und da habe ich mich erinnert an die Aussagen von Jesus, der da sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ich habe verstanden, was wir heute bekommen haben mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Mit dem Empfang des Heiligen Geistes haben wir Kraft bekommen. Und ich möchte dich ermutigen, auf das zu schauen, was wir haben in Jesus, nämlich diese Kraft des Heiligen Geistes. Und nicht auf diese alttestamentliche Elia-Salbung. Der war ein Vorreiter für das, was wir heute haben. Ja, ich möchte ermutigen, wir haben diese Kraft bekommen des Heiligen Geistes. Diese Kraft benötigen wir. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem für die letzten Tage. Je weiter wir kommen in Richtung Endzeit, desto wichtiger wird diese Kraft des Heiligen Geistes, die in uns ist. Bitte streck dich danach aus. Die ist so, so wichtig. Und das hat mich sehr fasziniert, dieser Elia. Und in meinen Gedanken war ich immer noch mit diesen Babys. Die haben mich irgendwie berührt. Und dann frage ich Jesus, wie spielen die Babys eigentlich hier? Also was machen die eigentlich? Ja, wie spielen sie? Und während ich diese Frage stelle,
kommen wir weg von dem Elia, wir kommen hin zu einem Bereich, wo Spielplätze sind. Ja, war so. Ja. Und da waren da Spielplätze waren da oft. So. Und dann sehe ich die Spielplätze und gucke sie mir so an und denke, die sind ja wie auf der Erde. Normale Spielplätze, nichts Besonderes. Im Himmel gibt es nur Besonderes, ja. Da gibt es nur besondere Sachen. Und ich sage so, Jesus, das ist ja nicht, nicht so was Besonderes jetzt. Ganz normale Farben, grün, blau, gelb, rot, Spielplätze halt. Und weil ich das gesagt habe, gehe ich näher mit Jesus. Ich komme näher an ihn ran und ich komme näher zu ihm, immer näher. Und ich sehe plötzlich diesen Spielplatz, wo er vor mir ist. Und dieses Blau wird zu einem himmlischen Blau. Das Gelb wird zu einem himmlischen Gelb. Das Rot zu einem himmlischen Rot. Das sind Farben, die es auf dieser Erde gar nicht gibt. Wir sind hier begrenzt mit einem bestimmten Farbspektrum auf dieser Erde. Unser Auge kann ein bestimmtes Spektrum sehen. Im Himmel sind wir unbegrenzt. Können wir sehen. Und da gibt es Farben im Himmel, die gibt es nur einmal an einem Ort. Und da habe ich festgestellt, Gott hat verschiedene Lieblingsfarben bestimmten Kindern gegeben und in deren Lieblingsfarbe, wo nur dieses eine Kind hat, steht ein ganzer Spielplatz davon, für dieses Kind. Und als ich das gesehen habe, denke ich, Mann Gott, das ist wirklich kreativ. Da habe ich mich erinnert an diese Aussage, dass Gott unsere Haare kennt. Ja? Kennt ihr das, diese Aussage? Der kennt noch viel mehr als deine Haare. Der kennt deine tiefsten Wünsche deines Herzens. Und wenn jemand auf dieser Erde deinen Wunsch nicht erfüllen kann, dein Ehepartner oder deine Kinder oder dein Job oder was auch immer, da gibt es einen, der alle deine Bedürfnisse kennt, der sie geschaffen hat und der sie erfüllen kann. Und das ist Jesus Christus. Und eines Tages werden wir jeden Wunsch erfüllt bekommen, manchmal nicht auf dieser Erde, aber manchmal im Himmel erst. Und ich möchte dich ermutigen, das Beste kommt noch eines Tages. Und da habe ich so gesehen, wie groß ist Gottes Kreativität. Er produziert Spielplätze mit Lieblingsfarben, die er selber in die Herzen der Kinder gelegt hat. Und da gibt es unendlich viele Farben. Das war faszinierend. Gottes Kreativität zu sehen. Gottes Einzigartigkeit. Wow. Da habe ich gesagt, Gott, du bist wirklich kreativ. Wow. Und dann wollte ich so sehen, wie die Kinder im Spielen, habe zu Gott gesagt, Mann, das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr kreativ. Und nachdem ich dann so mit Jesus unterhalten habe über die ganze Sache, so schau, dass ich nicht überziehe. Jetzt kurz. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wunderbar. Könnt ihr noch? Ja. Ja, gut. So, da habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich möchte mal die Hölle sehen. Seid ihr bereit? Ja. Und Jesus sagt, okay. Und ja, und ich wollte wissen, ob das wirklich so schlimm ist, wie alle berichten. Wisst ihr, es gibt doch diese Nahtoderlebnisse, Leute, wo dann ihr Körper verlassen, sie sterben, kommen wieder zurück und so, alle berichten immer ganz Schlimmes davon. Und ich wollte wissen, ob das wirklich so ist. Stimmt das eigentlich? Und wir verlassen plötzlich den Bereich des Himmels. Ich habe euch am Anfang erklärt, wie die Herrlichkeit dort ist, wie stark es dort ist. Wir verlassen diesen Bereich des Himmels. Wir kommen in einen Bereich des Todes. Ja, das ist falsch. Bereich der Finsternis, so besser. Ein Bereich der Finsternis. Wir kommen in einen Bereich und ich bin in einem Bereich, Jesus ist neben mir. Und es ist ein Bereich, wo eklig, dreckig, stinkig, ablehnen, also alle negativen Worte, die es gibt, ist in diesem Bereich dort. Weg vom Himmel. Und dann sehe ich diesen Krater-Vulkaneingang, also Vulkaneingang von oben. Und aus diesem Vulkan schreit es heraus und es ist der Eingang der Hölle. Ich selber war nicht in der Hölle, wir waren nur im Eingangsbereich, wir sind gar nicht reingegangen. Ich habe es gar nicht gepackt. Und dann sind wir so im Eingangsbereich und wir laufen Richtung Vulkaneingang. So kann man es beschreiben. Und vor diesem Vulkaneingang war ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen, hier ist die Hölle. Und dieses Zeichen war ziemlich heftig. Es war ein Mann, der mit einem Spieß aufgespießt wurde, von hinten nach vorne. Vorne ist dieses Spieß rausgegangen. Er wurde genommen, er wurde aufgehängt dort im Eingang und mit dem Zeichen, hier ist die Hölle. Diese Sache war offene Wunde, er blutet und er schreit und sein ganzes Gesicht ist verzerrt und er will diesem Ding ein Ende setzen und er will gerne sterben, aber er kann nicht mehr, denn der Tod ist nicht mehr da. Und es ist für die Ewigkeit gesetzt, dass er leidet da drin und das fand ich so krass. Und je näher wir kommen, zu diesem Vulkaneingang und es sehen wollen, merke ich plötzlich, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Jesus selber sagt, oder die Bibel sagt, er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Jesaja 53.
Und dieser Jesus, habe ich verstanden, was Jesus für uns getragen hat. Je näher wir hingekommen sind, je näher wir an diesen Vulkaneingang gekommen sind, desto mehr habe ich gesehen, wie die ganzen Schmerzen der ganzen Welt Jesus an seinem eigenen Leib ans Kreuz genagelt hat. Für uns. Wie alle Krankheiten Jesus getragen hat. Wie die ganzen Schmerzen Jesus getragen hat. Und ich habe verstanden, Nummer eins, Jesus hat jeden Schmerz auf sich genommen, jede Krankheit auf sich genommen, Kreuz und Golgatha. Wie groß ist Jesu Werk? Wow. Nummer zwei habe ich verstanden, dass wir sind weitergelaufen. Und während ich so weiterlaufe, spüre ich eine krasse Depression, eine krasse Ablehnung, Minderwertigkeit, Zweifel, Hoffnungslosigkeit, Zweifel, alles Mögliche. Aber in einer Intention, wie ich sie auf der Erde noch nie kannte. Auf dieser Erde ist alles noch sehr limitiert, noch sehr, sehr limitiert. Aber dort ist es unlimitiert. Und da spüre ich so eine krasse Ablehnung, so eine krasse Wucht an Depression und an Angst und an Zweifel und diese ganzen psychischen Krankheiten spüre ich da unten. Und ich laufe mit Jesus rum und Nummer zwei, was ich erkenne, nicht nur alle Schmerzen hat auf sich genommen, die Krankheiten, sondern Nummer zwei, auch die ganzen psychischen Krankheiten hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getragen, damit wir frei sein können davon. Wow. Habe ich noch die dritte Sache verstanden. Ich laufe so rum und die dritte Sache war schlimmer wie jeder Schmerz, jede Krankheit und Nummer zwei wie jede psychische Krankheit. Nummer drei war eine Abwesenheit der Herrlichkeit Gottes, ein Getrenntsein von Gott. Das Allerschlimmste, was ich dort erlebt habe, war die Herrlichkeit nicht mehr zu erleben. Wegsein von der Herrlichkeit Gottes. Und ich laufe mit Jesus so rum und ich spüre diesen Schmerz Gottes, dass er getrennt wurde von seiner eigenen Schöpfung, die in der Hölle ist. Und ich spüre dieses Getrenntsein. Und zum ersten Mal verstehe ich, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, Jesus Christus, hat dieses Getrenntsein auf sich genommen, damit wir für immer durch Jesus Christus verbunden sein können mit dem himmlischen Vater. Wow. Und ich spüre dieses Getrenntsein. Das ist das Schlimmste überhaupt in der Hölle. Nicht die körperlichen Krankheiten, nicht die psychischen Krankheiten, dieses Getrenntsein für die Ewigkeit von der Möglichkeit, verbunden zu sein mit dem Himmel. Und ich habe eins verstanden, Jesus hat am Kreuz von Golgatha, erstens, Nummer eins, jede Krankheit auf sich genommen, jeden Schmerz. Nummer zwei, jede psychische Krankheit auf sich genommen. Jesus kann freisetzen, ja, er kann das. Und Nummer drei, er hat die ewige Abgesondertheit, die ewige Getrenntsein, dieses Getrenntsein von Gott hat Jesus auf sich genommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit du und ich, wenn du dich für Jesus entscheidest, für immer mit dem Himmel verbunden werden kannst. Kann man hier einen Amen hören? Ja. Amen. Das ist cool. Auch im Chapter Kassel. Ja. Und das hat mich so berührt und ich habe diesen ganzen Druck gespürt und ich konnte nicht mehr. Also ich konnte einfach nicht mehr weiterlaufen. Das war so ein Druck, wo ich gespürt habe, wo ich sagte, Jesus, ich kann nicht mehr. Können wir zurück? Und er sagt, ja. Und dann sind wir zurück. Und also ich kann euch nicht erzählen, was in der Hölle drin ist, ich weiß es nicht. Ich hab nicht mal geschafft, im Eingangsbereich anzukommen. So heftig war das für mich. Wir waren also im Vorbereich sozusagen, da war nicht mal drin. Aber ich empfehle jeden Einzelnen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und danach gibt es kein Fegefeuer oder irgendwas, wo wir mal wieder die Situation drehen können. Sondern wenn du dich entscheidest für Jesus, ist die Entscheidung hier auf der Erde notwendig. Du triffst diese Entscheidung, das ist die aller wichtigste Entscheidung, die es überhaupt gibt. Wichtiger wie jede Heilung, wichtiger wie die psychische Wiederherstellung. Wichtiger ist, dass du dein Herz Jesus Christus gibst. Diese Entscheidung ist wichtig für dein ewiges Leben. Jawohl. Gut, und ich konnte es nicht mehr aushalten in diesem Bereich der Finsternis und sage, Jesus, wir wollen wieder zurück und wir sind wieder zurückgekommen. Und ich war dann plötzlich wieder eben in der Gegenwart Gottes. Boah, das war schön, ja, also von dieser Finsternis wieder zurück zu der Herrlichkeit Gottes, der Gegenwart Gottes. Ich spüre wieder die Liebe Gottes. Wow, das war schön. Gibt nichts Besseres, ja. Und ich habe eine Lieblingsbibelstelle, in Matthäus 24 steht die drin, da steht drin, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Ja, ich selber wurde geheilt damals, weil ich habe einfach das Wort Gottes genommen damals, also wo ich MS hatte, bin auch schon durch seine Streben bin ich geheilt. Also für mich war das Wort Gottes viel wichtiger wie alles, was es überhaupt gibt. Und deswegen ist es eine Lieblingsbibelstelle geworden für mich. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen.
Wisst ihr, dein Haus wird vergehen, deine Arbeit wird vergehen, Kassel wird vergehen, Pforzheim, Deutschland, alles wird hier vergehen. Aber eins wird niemals vergehen. Das ist so ein Wort. Bitte stell dein Lebensfundament nicht auf deine Versicherung oder auf dein Haus oder auf dein Geld oder auf deine Karriere. Stell dein Lebensfundament auf das Wort Gottes. Dann wird es nicht vergehen, ja? Dann wird es nicht vergehen. Und dann, weil mir das so gefällt, diese Stelle, frage ich Jesus im Himmel. Jesus, wie sieht dein Wort aus? Ich habe noch nie irgendwas gehört vom Himmel, wie ein Wort aussieht im Himmel. Und deswegen wollte ich wissen, wie sieht dein Wort aus? Also das Wort Gottes, wie sieht es aus? Und ich habe die Frage gestellt und dann zeigt Jesus mir sein Gesicht. Das ist von der Seite, ich sehe, also wenn ihr mich anschaut, von der Seite, ich sehe sein Gesicht. So seine Kontur. Und er guckt in die Richtung und ich gucke ihn so an, ja? Kommt ihr mit? Mhm. Gut, flexibel. Und ich gucke so an. Und sein Gesicht ist größer wie die ganze Galaxie. Und vor ihm ist eine kleine Sonne. So ein kleiner gelber Punkt. Ja? Für uns mega groß, für ihn kleines Teil da. Dann die Erde noch kleiner, ja? So ein kleines Ding da. Und die ganze Galaxie ist vor ihm. Und Jesus spricht sein Wort. Und während er sein Wort spricht, ist es die Kraft, die die Erde von der Sonne entfernt hält. Es ist die Kraft, die die ganze Universum zusammenhält. Die Kraft des Wortes ist die Kraft, die uns am Leben hält überhaupt. Als Gott sein Wort gesprochen hat, es werde Licht, war es Licht. Als Gott sein Wort gesprochen hat, hey, da fehlt mir etwas. Lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Und dann sind wir entstanden. Cool, oder? Menschen nach seinem Ebenbild. Und dann hat er Tiere geschaffen und alles Mögliche hat er geschaffen. Alleine durch sein Wort. Er hat nicht angefangen zu arbeiten, er hat gesprochen. Und während er sprach, ist es geworden. Und ich sehe Jesus im Himmel und ich sehe, er spricht und sein Wort ist die ganze Kraft, die alles zusammenhält. Das war faszinierend. Und dann habe ich verstanden, dass die Sache mit der größten Kraft ist das Wort Gottes. Es gibt viele starke Sachen auf dieser Erde, aber das, was das meiste hat, die meiste Kraft hat das Wort Gottes. Und als ich das verstanden habe, wem ich da diene, nämlich Jesus Christus mit seinem Wort, habe ich verstanden, ich werde niemals in meinem ganzen Leben weggehen vom Wort Gottes. Ich werde bis zum letzten Tag meines Lebens, ich habe mich entschieden im Himmel, ich werde das Wort Gottes predigen, weil es das Einzige ist, auf was man sich stellen kann in unserem Leben. Das Einzige, was es gibt. Und ich bin zwar Steuerberater, mache das auch gerne, ist auch gut, aber viel wichtiger ist Gottes Wort. Viel wichtiger, viel wichtiger. Und dann hat Gott mich erinnert an eine Prophetie, die ich bekomme auf dieser Erde. Er hat mir gezeigt, ich habe dir damals gezeigt, du bist wie ein Wächter des Wortes. Ich habe so ein Schwert gesehen, wo ich meine Hände so drauf hatte. Und er erinnert mich an eine Prophetie, dass ich ein Wächter des Wortes bin. Und als ich das verstanden habe, habe ich verstanden, ich möchte Gottes Wort predigen bis zum letzten Tag meines Lebens. Ich möchte dich ermutigen, verlass niemals Gottes Gegenwart. Verlass niemals Gottes Wort. Bleib bis zum letzten Tag deines Lebens dran. Ja? Offenbarung 3, Vers 11 sagt, ich komme bald, sagt Jesus, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wisst ihr, eines Tages im Himmel gibt es Siegeskränze, so Kronen, für die festhalten, was Gott ihnen gegeben hat. Und wenn du Gottes Wort bekommen hast in deinem Leben, bitte halte dieses Wort Gottes fest. Gib es nie auf, lass es niemals los. Halte es fest bis zum Ende deines Lebens. Bis zum Ende deines Lebens, ja. Und ich möchte eines Tages, wenn wir uns wiedersehen, ich weiß nicht, ob wir es nochmal sehen auf dieser Erde, aber wenn wir uns wiedersehen, im Himmel werden wir uns sowieso wiedersehen, für die Ewigkeit, ja, für immer. Ich möchte mit euch mit Siegesgrenzen da reinkommen, ja. Wenn Chapter Kassel aufgerufen wird im Himmel, dann dass viele Siegesgrenzen da und Kronen kommen, ja. Weil ihr das festgehalten habt, was Gott euch gegeben hat. Und ich möchte euch ermutigen, das Einzige, was nicht vergeht, ist Gottes Wort. So, wenn du ein Wort von Gott bekommen hast, bitte halte es fest. Bitte halte es fest. Und selbst wenn du das Ergebnis überhaupt nicht siehst, halte es bitte fest. Ja? Ich möchte kurz was erzählen, eine andere Geschichte, dann kommen wir wieder zurück. Geht es? Ja? Okay, seid flexibel, wunderbar. Wir haben eine Frau bei uns, schon, ich weiß nicht, wie alt ist, schon 80. Uschi. Nee, die Uschi hier. Von Alex, die Mama. Ach so. So 80 ungefähr sie. Und ich war selber noch ein kleiner Junge und sie hat einen Sohn, drogenabhängig. Und sie kommt immer in die Gebetsstunde zu uns und sagt, hey, bitte betet für meinen Sohn, der braucht Heilung. Okay, haben wir gebetet, ein Jahr lang, jeden Mittwoch, immer jede Woche gebetet. Und es wird immer schlimmer.
2 Jahre, wird immer schlimmer. 3 Jahre, wird immer schlimmer. 5 Jahre, er ist schon Drogendealer. 10 Jahre, verändert sich gar nichts. Wird immer schlimmer. Und ich denke schon langsam nach, hey komm, wir hören lieber auf zu beten, weil das wird hier immer schlimmer. Aber da war eine Frau, die festgehalten hat am Wort Gottes. Gott hat zu ihr gesagt, dein Sohn wird nicht sterben, sondern er wird die Werke des Herrn verkündigen. Und sie hat sich auf die Verheißung Gottes gestellt, auf das Wort Gottes gestellt. Sie wusste, keiner kann helfen. Da gibt es nur einer, der helfen kann, das ist Gott selber. Und sie nimmt dieses Wort und spricht es aus und betet und betet und betet dafür. Und die Umstände werden immer schlimmer, nicht besser. 11 Jahre, sie betet und betet und betet und gar nichts verändert sich. Der Sohn greift sie an und macht sie fertig. 12 Jahre, Überdosis. Er kippt um, knallt auf den Boden, kommt in künstliches Koma, verlässt seinen Körper, er hat nicht an Gott geglaubt damals, verlässt seinen Körper, hat einen Einblick in die übernatürliche Welt und sieht plötzlich, da kommen diese Engel der Finsternis, die ihn jetzt mitnehmen wollen, sagen, jetzt gehörst du uns. Währenddessen, während er das gerade erlebt, Überdosis gegeben, tut der Heilige Geist die Mutter wecken. Steh auf, mitten in der Nacht, steh auf. Jetzt geht's ums Leben und Tod. Und sie geht hinein in das Zimmer des Sohnes, sie sieht den Sohn auf dem Boden, sie sieht die Spritze daneben, sie weiß, jetzt geht's ums Leben und Tod. Sie kniet sich nieder, legt die Hände auf den Körper ihres Sohnes und sagt, Tod, verschwinde aus dem Körper meines Sohnes. Er wird nicht sterben, denn Gott hat gesagt, er wird nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkündigen. Und sie fängt an zu beten und fängt an zu beten. In der geistlichen Welt kommen Engel von Gott, nehmen ihn mit, bringen ihn zurück zu seinem Körper, er steht wieder auf. Medizinische Wunder da drin geschehen. Und er guckt die Mutter an und sagt, ich muss mich bekehren. Sag ich, ja gut, habe ich mir schon 5 Jahre gesagt. Es gibt echt ein Leben nach dem Tod, sag ich, gut. Sagt sie, gut. Und hat sich bekehrt, wurde übernatürlich frei von dem Entzug. Er hatte 12 Jahre Drogen genommen, Heroin und ganz die harten Geschichten so. Und wurde übernatürlich frei. Dann kommt er zu uns in die Gemeinde, sieht unsere Lobpreisleiterin, eine hübsche Frau, guckt sie an und sagt, die will ich heiraten. Heute sind sie verheiratet. Er ist übernatürlich frei geworden. Er ist Ältester geworden bei uns in der Gemeinde. Er ist ein Prediger geworden bei uns. Und tut ganz viele Leute aus der Finsternis rausholen und bringt sie ins Reich Gottes hinein. Ganz viele Kollegen von ihm sind heute schon tot unter der Erde. Viele andere haben sich entschieden für Jesus Christus. Und er ist so ein starker Segen geworden, weil eine Frau nie aufgegeben hat. Weil eine Frau festgehalten hat. Das war nicht irgendwo in Südafrika geschehen. Das geschieht unter uns, hier in Deutschland sogar. Ja? Das geht hier in Deutschland. Und wir haben es erlebt, diesen Segen. Weil eine Frau nicht aufgegeben hat, sondern eine Frau festgehalten hat, was Gott ihr gegeben hat. So möchte ich ermutigen. Offenbarung 3,11 sagt, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt, denn Jesus Christus kommt bald wieder. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vielleicht vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, bitte begrabe das Wort niemals. Das Wort hat Kraft. Amen. Ja, Zwischeninformation hier, bitte ermutigen. Okay, wir haben noch ein paar Minuten. Könnt ihr noch? Ja. Dann ist Punkt 12. Und dann wollen wir noch kurz beten. Beten können wir machen, aber wenn ihr... Gut, ich komme zurück. Ich bin ja im Bereich des Wortes, habe das Wort Gottes gesehen und bin ja gleichzeitig im Himmel und gleichzeitig auf der Erde. Und auf der Erde war ich die ganze Zeit so, also Augen zu, Ohren zu, guckt nach vorne und vorne ist schon Lobpreisteam auf der Bühne. Also der Mann hat schon 1,5 Stunden gepredigt und ich merke, ich komme langsam zum Ende und ich musste noch zurück zu meiner Familie. Ich habe denen ja versprochen, ich komme wieder. Ich habe mir den ganzen Himmel angeguckt und dann wollte ich wieder zurück. Und dann komme ich wieder zurück und ich habe den Wunsch gehabt, zu meiner Familie zu kommen. Und ich komme zurück und sehe plötzlich meine Oma. Also beide Omas, beide Opas habe ich gesehen, so im Himmel. Und ohne Krankheit, das war faszinierend. Keine Krankheit, da war nichts. Die waren nicht alt und gebrechlich, die waren voller Kraft. Ja, das war schön. Und meine Oma kommt mir entgegen, es war diese Oma, die immer im Glauben gesprochen hat, in mein Leben hineingesprochen hat. Daniel, du wärst gut während der Schule und du wirst ein Prediger werden. Und so ist sie gestorben, sie hat nichts gesehen davon, aber sie hat im Glauben gesät. Und dann habe ich sie gesehen im Himmel. Sie kommt mir entgegen und während sie zu mir läuft, ich habe sowas noch nie verstanden vorher, habe ich verstanden, da ist ein Generationssegen freigesetzt worden von ihr, weil sie einen Segen ausgesprochen hat. Zu der nächsten Generation meiner Eltern, zu der nächsten Generation zu mir. Und ich habe verstanden, da ist ein Generationssegen freigesetzt worden, als sie angefangen hat zu sprechen. Ich möchte dich ermutigen, egal welche Flüche in deinem Leben sind, breche sie durch Jesus Christus und beginne mit deiner Generation einen neuen Generationssegen. Amen. Mach das. Das habe ich so gesehen, weil mich erinnert an 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, wo da drin steht,
wo Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus sagt, der Glaube, der in deine Großmutter Luis war und in deine Mutter Eunike, ist auch in dir. Da gibt es also einen ungeheuchten Glaube von Generation zu Generation zu Generation. Ich möchte dich ermutigen, das Allerbeste, was du weitergeben kannst in die nächste Generation, ist nicht dein Haus oder dein Geld oder dein Job oder deine Karriere. Das Allerbeste, was du weitergeben kannst, ist ungeheuchter Glaube. Glaube, der von ganzem Herzen nur auf sich, auf Gott verlässt. Ganz oft, wenn ich Menschen frage, wie hast du dich bekehrt, dann geht die Geschichte immer los mit meiner Oma. Meine Oma, so beginnt es meistens immer. Bitte, die Omas, die 60 plus oder 70 plus sind, die sind Gold wert. Hört nicht auf zu beten für die nächsten Generationen. Sie haben Macht und Kraft. Ja? Bitte, bitte, bitte haltet fest. Ihr seid dabei, Generationen zu verändern. Du weißt nicht, was geschieht, wenn du von dieser Erde weg bist. Was nach dir kommt. Und ich war so glücklich. Meine Oma kommt mir entgegen. Und ich sehe, ich habe ein Segen bekommen, weil sie gesprochen hat im Segen. Wow, wie stark ist das? Wow, wie stark ist das? Und sie kommt mir entgegen und sie hat mir einen Satz gesagt, den möchte ich euch auch sagen. Sie kommt zu mir und sagt mir, Daniel, deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Und ich habe verstanden, die Zeit von König David ist zu Ende. Die Zeit von Paulus ist zu Ende. Die Zeit von Petrus ist zu Ende. Heute ist die Zeit von dir und mir. Heute bauen wir Reich Gottes. Heute machen wir das, was die Apostelgeschichte vor vielen, vielen Jahren gemacht hat. Heute bauen wir Apostelgeschichte weiter. Damit möchte ich ermutigen, bleib nicht in der Ecke sitzen, sondern nimm das Wort Gottes, werde aktiv mit dem, was Gott dir gegeben hat und glaube dem, was Gott dir gesagt hat. Gott steht zu seinem Wort. Und ich stehe so im Himmel und ich sehe so diese Aussage von meiner Oma, deine Zeit läuft doch, gib nicht auf. Und das ermutigt mich so sehr, sagt, jawohl, ich werde nicht aufgeben. Solange ich noch Zeit habe auf der Erde, werde ich Gottes Wort bringen und eben weitermachen. Und ich sehe so meine ganzen Verwandten und so, und dann sehe ich meine Schwester. Meine Schwester, die ist ja älter wie ich. Ich habe sie nie kennengelernt auf der Erde. Und das war so das Letzte, was wir erlebt haben zusammen. Dann war die Zeit zu Ende. Und ich setze mich hin, ein Tisch, so zwischen uns, ein Tisch. Und ich setze mich hin und meine Schwester guckt mich an. Zum ersten Mal so Blickkontakt haben wir. So, guckt mich an und sie freut sich, mein Bruder ist da. Und irgendwie war, ich hatte ganz viele Fragen, ganz viele. Was macht sie den ganzen Tag hier? Ja? Warum ist sie eigentlich, warum muss sie überhaupt sterben? Das wissen wir heute noch nicht, ja? Ich hatte so viele Fragen. Ich hatte genau Zeit für eine einzige Frage und dann war es zu Ende. Und sie guckt mich an, in einer erfüllten Art und Weise. Sie hatte gar keine Frage. Ja? Sie wusste alles, aber ich hatte eine ganze Latte an Fragen. Und hatte nur Zeit für eine Frage und war ein bisschen aufgeregt, weil ich ja mit meiner Schwester rede, zum ersten Mal. Und dann sage ich ihr, hey, vermisst uns nicht, wir sind auf der Erde und du bist hier oben. Und sie wartet ein bisschen so und ich denke nach über meine Frage. Ein bisschen dumm, weil im Himmel gibt es kein Vermissen. Und und dann guckt sie mich an und sagt, nein, ich vermisse nichts. Ich habe mehr wie ihr und ich erwarte euch. Also sie sagt, ja, ihr geht's gut und sie vermisst ja nichts. Sie erwartet uns. Und mit diesem Moment war die Zeit zu Ende, ich war wieder auf der Erde zurück. Und ich habe verstanden, meine Schwester hat, sie hat alles, was sie braucht, alles. Und sie erwartet uns. Und sie wartet auf den Moment, wo ihre Geschwister wieder im Himmel sein werden. Und mit dieser Information kam ich dann zurück. Die Leute, die in der Konferenz neben mir saßen, haben gemerkt, da läuft irgendwas, haben für mich gebetet, mich nicht gestört. Ich bin nach Hause gekommen, habe erzählt, meine Eltern auch von dieser Begegnung, mit meiner Schwester und es hat übernatürlich Heilung gebracht im Herzen meiner Eltern. Dann habe ich viel gepredigt in verschiedenen Gemeinden über diese Himmelserlebnisse mit den Kindern. Sie hat übernatürlich Heilung gebracht bei Leuten, die selber abgetriebene Kinder hatten oder Fehlgeburten haben. Das ist eine mega, mega Heilung. Und das Allerwichtigste, ich habe eins verstanden, wir haben ein himmlisches Zuhause. Ein himmlisches Zuhause, das wartet uns. Ich möchte euch ermutigen, liebe Chapter-Leute aus Kassel, da gibt es etwas, was viel wichtiger ist wie diese Erde. Das ist der Himmel. Und ich möchte mit dem letzten Vers noch, ich möchte beenden. Und zwar die Bibel beschreibt uns in Offenbarung Kapitel 22, da wollen wir zum Ende kommen, wie die neue Erde und der neue Himmel aussehen wird. Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereit für eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen,
siehe, das ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wow, dieser Moment wird willkommen. Jede Träne wird abgewischt werden. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und dem Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers das Leben geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein. Und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und Grollenbefleckten und Mörlern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist er Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Okay. Und ich habe so gesehen, dass dieses Wort ist wahr. Und ich möchte dich ermutigen, wir haben keine bleibende Stadt hier. Wir haben keine bleibende Wohnung, sondern wir haben eine himmlische Wohnung, die auf uns wartet. Ich bin gekommen, um euch zu ermutigen. Ich habe den Himmel gesehen, nicht für mich, sondern auch für euch. Und mit einer Sache euch zu ermutigen, das Beste kommt noch. Bitte bleibt treu bis zum letzten Tag eures Lebens. Bitte verlasst niemals den Herrn. Bleib bis zum letzten Tag deines Lebens treu und bring noch ganz viele von deiner Familie mit ins Reich Gottes. Beten wir zusammen? Ja? Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für diesen Vortrag. Wir danken dir für die Zeit, die wir hier zusammen frühstücken durften, wo wir hören durften von dem, was du mir gezeigt hast, Jesus. Und Jesus, wir wollen ganz besonders unser Herz ganz neu ausrichten zu dir, Jesus. Wir wollen bis zum Ende unseres Lebens treu bleiben. Wir wollen bis zum Ende unseres Lebens dir alle Ehre geben. Und wir wollen uns entscheiden, Jesus, dass wir noch viele Menschen von unserer Familie in dein Reich bringen werden, in Jesu Namen. So segne ich jetzt jeden Einzelnen und ich danke dir für jedes Wort, was ich gesprochen habe, dass jedes Wort Frucht bringt zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen euch. Danke.